Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal P Glück oder Können, wenn es wird richtig. Ich begrüße hier euer Ob Glück oder Können. GTA 5 Online, eigentlich alle zwei Wochen. Ich glaube, letztes Mal habe ich es ausfallen lassen. Wir haben ein Motorrad, also eigentlich hatte ich schon eine Aufnahme gemacht, aber ich habe leider, ich Idiot, das OPS geupdatet. Hab leider nicht gewusst und dran gedacht, dass das OPS beim Updaten alles wieder auf Standard macht. Das Eingabegerät, das Mikrofon, das Ausgabegerät, das Headset. Oder andersrum, ich habe keine Ahnung. Und dementsprechend habe ich aufgenommen und hatte keinen Sound. Weder Mikrofon noch Desktop-Sound. Egal, das ist das Baby, um was es geht. Die Weave. Wartet mal, ich kann ja mal. Wartet, nein, falsch. So. Nee, hä? Warum geht das nicht? Aber es geht auch so. Oder geht das nur in der Garage? Ja. Wenn wir es mal anders da, wir gehen mal hier in den Computer rein, hier, ne, machen wir das Handy hier ein bisschen goggeln. Und dann zeige ich euch, wie das Ding heißt, ne, weil das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Das ist hier die Western Reaver. Die habe ich gekauft, die fand ich optisch eigentlich total toll, die habe ich ein bisschen umgetunt, hatte man eigentlich im letzten Video gesehen. Egal, habe so ein paar Sachen verändert, muss aber zu der Maschine sagen, also wenn man hier sieht, Beschleunigung, Tempo. Mein ehrliches Fazit, kauft euch die Maschine nicht, es sei denn, ihr seid wie ich ein Idiot und wollt einfach nur schöne Fahrzeuge haben. Weil ich bin ehrlich zu euch, die Maschine sieht toll aus. Die sieht echt toll aus, ich habe sie wirklich rein wegen der Optik geholt, ne? Ich habe sie so getunt, ein bisschen verändert, ich habe die original Felgen gelassen, nur kugelsicher gemacht, weil die mir am besten drauf gefallen. Und Auspuff geändert und so Kleinigkeiten, mehr kannst du auch bei der Maschine nicht machen. Und so optisch eine geile Maschine, aber untenrum, wie ihr seht, total träge von Anfang an, auch vorm Tune. Am Ende hat sie ein bisschen Geschwindigkeit, aber es ist eben, naja, sag mal, ich habe bessere Maschinen, die auch weniger kosten. Aber fliegen kann sie. Oh mein Gott, wo ist denn das Ende? Autsch! Boah. Wie gut, dass ich die Maschine schon vor Stunden gekauft und gefahren habe. Aber hey, fliegen kann sie. Da ist sie richtig respektioniert. Also, dafür ist sie ausgebildet. Jetzt habe ich was mitgenommen, super. Ich würde sagen, wir fahren hier ein bisschen durch die Gegend, jumpen ein bisschen, haben Spaß mit dem Baby. Und wenn es euch gefällt, lasst doch mal ein Abo da, schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Ja, mich ärgert es jetzt so, weil ich sowieso heute ein bisschen müde bin, das Wetter so ein bisschen gedrückt ist. Dass ich jetzt von neu die zwei Videos von komplett von neu aufnehmen musste, wer erst bei Stumpelgeist aufgefallen ist. Aber egal! Warum nicht? Du bist nur fun. So, jetzt gehen wir mal auf der anderen Seite springen. Jetzt wird es auch Tag, jetzt seht ihr die Maschine auch sehr schön. Ja, schön rot hier. Das blaue Zero-Muster, das gefiel mir echt extrem gut. Keine Ahnung, was es genau ist, aber... Was die Maschine natürlich auch gut kann, wirklich gut kann, auf dem Hinterrad fahren. Einfach nur nach hinten lehnen und schon fährt sie. Das auch schnell und auch stabil, wenn nicht die Straße zu Ende ist. Das macht sie echt gut, muss ich sagen. Dafür, dass sie eben keine Speed hat, macht sie das echt geil. Also wenn ihr eine Maschine braucht, die stundenlang auf dem Hinterrad fährt, nur dann holt euch die. Weil das kann sie echt gut, gleich so von unten rum raus, stabil. Natürlich kann man sich auch mit ihr auf die Schnauze legen, wenn dann ein Hüppel kommt und man anfängt zu springen. Okay, ich versuche jetzt mal die Rampe zu treffen. Ja, das war klar. Treffe ich nie. Wutsch. Muss man sagen, das kann sie, wie gesagt. Drehen, springen kann sie. Landen kann sie auch. Sehr schön, ne? Also ist eigentlich ein Flugzeug, das Ding. Oder ein Heli, könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Aber Spaß macht sie auf jeden Fall. Wie gesagt, sie ist nicht schnell, sie ist langsam, aber Spaß macht sie. Ist natürlich nicht den Kaufpreis wert. Und wenn ihr das Geld nicht habt, kauft ihr euch nicht. Es gibt billigere, die mehr anmachen, die schneller sind. Allein nur hier die... Ah, es ist ein echtes, eine Ducati. Ne, eine Hayabusa. Aber optisch gefällt die mir echt gut. Ich habe sie sehr dezent vom Tuning gehalten. Ich habe die Schutzbleche vorne und hinten ein bisschen kleiner gemacht. Habe einen anderen Auspuff dran, der so schräg wegläuft, weil ich finde, der passt sehr gut zum Heck hinten. Und hier ist auch ein anderes Teil dran. Also so minimal kannst du die auch nur tunen. Und die Originalfelge gefällt mir echt gut. Es ist optisch eine wunderschöne Maschine. Ist nur keine Rennmaschine. Eher fürs Gelände, zeige ich euch gleich. Wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, also Gelände könnt ihr damit fahren ohne Probleme. Damn, warum damn? Ich habe doch nur die Laterne geküsst. Ich habe doch nur die Laterne geküsst. Oh, scheiße. Okay, einmal drehen. Und das Problem ist, wenn ihr damit am Berg anfahren wollt, der etwas steiler ist,
kommt die Maschine nicht hoch. Das schafft sie vom Drehmoment nicht. Also faszinierende Rennmaschine, die keine Rennmaschine ist aus meiner Sicht. Aber das ist meine Meinung. Was ist euch? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr die Maschine auch? Seid ihr sie schon mal gefahren? Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Na, jetzt ist doch besser. Ja. Aber ansonsten wunderschöne Maschine. Ich weiß, das betone ich so oft, weil sonst wäre das ein bisschen doof. Ich glaube, das ist nicht der Weit mit dem Motorrad vom Fliegen her, aber kann besser gehen. Okay, egal. Jetzt ab ins Gelände. Und jetzt erstmal die Wheelie-König raushängen lassen. Oh. Wie gesagt, springen, das kann sie, ne? Springen und fliegen, das ist ihr, ist ihr Revier. Das kann sie. Da ist sie Ich kann das Wort nicht aussprechen. Egal, dafür ist sie gemacht. Dafür ist unsere kleine Western gemacht. So, yes, guck doch mal die Sprünge an und wie sauber hier so. Wupp. Kein Wegrutschen, kein Flippen, kein auf die Schnauze legen. Man kommt sogar Berge hoch, solange man nicht an den Bergen anfährt. Weil ihr merkt gerade, da ist nicht viel Power hinter. Aber ansonsten, zack, zack, ne, die kommt überall drüber. Ist auch ein bisschen funny. Wie gesagt, am Berg anfahren ist schlecht. Solange ihr Schwung habt, ist es okay. Jetzt zeige ich es euch, ohne es zu wollen. Wenn ihr jetzt versucht, auf dem Stand mit der Maschine loszufahren, ich gebe Vollgas, da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Also Berge anfahren kann sie nicht, aber fliegen kann sie. Wenn ich jetzt auf die Schnelle wüsste, wo man hier gut jumpen kann, hier gibt es natürlich mehrere Ecken im GTA. Fällt mir gerade keine ein, aber ansonsten, ja, sie ist nicht extrem schnell. Sie ist einfach nur schön und wenn ihr einen Jumper braucht, die stundenlang auf Hinterrad fährt, dann könnt ihr sie euch kaufen, weil sie ist extrem teuer. Es gibt wirklich, aua! Mann, der Baum, der war doch eben noch nicht da. Der ist doch gerade vor mir gewachsen. Du Sau, Alter. Es gibt wirklich GTA-Maschinen, die günstiger als 1, irgendwas Millionen und sehr viel schneller. Aber es war die Optik, die gefiel mir so gut. Weil es ist eigentlich eine wunderschöne Maschine, so. Ich wollte sie schon seit Monaten kaufen, aber ja, ich habe es dann gelassen, was eigentlich gut ist. Und habe dann jetzt doch gesagt, komm, gib ein bisschen Geld aus. Guck mal, auf dem Hinterrad hier runter. Yes, baby. Einmal drehen, einmal drehen. Ah, fast richtig. Aber was soll ich sagen, ja? Der Jumper-Profi ist dran, ne? So cool wie ich jumpe, jumpt keiner auf der Welt. Aha, der war gut. Das war nur Spaß. Oh mein Gott, da stand irgendwas. Oh, Kacke. Oh, 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 oh. Ich will ja beinahe... Oh mein Gott, wo bin ich denn gelandet? Nein. Ich will doch keine Gangster abknallen. Aber hä, war geil. Also nicht, dass ich die Frau erwischt habe, sondern der Sprung, ne? Also fliegen kann die Maschine, da ist sie wirklich extrem gut drin. Nein, 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 ich will keinen Ärger. Verzieh dich. Also wie gesagt, fliegen kann die Maschine, da ist sie wirklich, wirklich gut drin. Ihr müsst nur nach oben aufpassen, das kann uns in die Hose gehen. So wie das da gerade. Also die steckt auch eine Menge weg, die ist nicht mal kaputt oder so, ne? So, die hat optisch kaum Schaden, also... Wow, dafür, dass sie langsam ist, ist das ein Panzer, ey. Kriege ich dich? Nein. Tür geöffnet, yes. Der Wheelie-Kun... Autsch, da war der Zaun doch stärker. Wo ist meine Maschine? Okay, ein Vorteil, sie ist nicht sehr schnell, sie fliegt auch nicht weit, also... Na toll, Helm ab, Helm auf, kein Problem. Und Schnee kann sie spucken, ja. Also, habt ihr die Maschine auch? Findet ihr sie auch gut? Ja oder nein? Findet ihr auch, dass sie den Geldpreis 100% wert ist? Aha, ist auch ein Spaß. Give up the way, give up the way. Wie gesagt, das kann sie auch, wenn kein Auto im Weg ist. Und guck mal, wie lange sie auf dem Hinterrad bleibt. Oh mein Gott, Alter. Wie schnell und wie lange auf dem Hinterrad. Da kommt nur die Hayabusa im GTA ran. Also die heißt in echt Hayabusa. Wie sie im GTA heißt, weiß ich nicht. Aber die kostet, glaube ich, auch nur 70.000. Ist auch optisch eine größere Maschine. Die kann das auch so gut wie die Kleine hier mit auf dem Hinterrad fahren. Und ist auf jeden Fall schneller als die. Habe ich aber in irgendeinen Videos schon mal gezeigt. Die hatte ich damals im Angebot von GTA für 0 Dollar gekauft. Das war echt zweimal. Ja, das liegt an dem Prime-Konto-Verknüpfung. Also das hat schon was, wenn ihr einen Prime-Gaming-Account habt. Er kriegt man schöne Sachen umsonst. Ich will hier gar nicht fahren. Ich will eigentlich irgendwo runter. Er schwirrt auch wieder runter von der Autobahn. Ah, da. Wie gesagt, Gelände kann sie.
Fliegen kann sie, nur nicht Geschwindigkeit und Berge hochfahren. Also. Au! Oh, das tat weh. Oh mein Gott, oh, gut, dass ich einen Helm auf habe. Ja, guck mal, jetzt. Nee, sie sieht eigentlich trotz allem immer noch sehr gut aus, ne? Unten so ein bisschen Schaden, aber im Großen und Ganzen sieht sie einfach gut aus. Scheiße. Dann meine ich eigentlich eher, dass sie nicht kaputt geht. Wo bin ich denn eigentlich hier? Was? Au! Natürlich, hier komme ich angeblich nicht hoch. Ja, ist klar. Okay, ich würde jetzt sagen, das war lustig. Maschine lebt noch. Aber wir richten sie nur einmal auf. Weil hier komme ich nicht hoch. Am Flughafen ist Ende im Gelände. Ich finde die Maschine eigentlich echt toll. Mir gefällt sie wirklich gut. Aber sie hat mehrere Mängel und für den Kaufpreis nicht zu empfehlen. Wie gesagt, Jumpen. Boah, ne? Ja, ich habe ja gesagt, was ich von der halte. Eigentlich finde ich sie scheiße für das Geld, aber ich finde sie optisch sehr schön. Egal, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ist das ein geiles Bike? Ich finde schon. Ansonsten wünsche ich euch jemandem wirklich einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich rede und labere. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin müde und habe jetzt zum zweiten Mal die Aufnahme gemacht. Aber alles für euch. Immer wieder gern. Egal, lasst ein Abo da, schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Euer Brück oder Können ist müde, will ich heraus. Nur noch cutten und hochladen. Piep.